Ja, einen schönen guten Tag, liebe Gäste, liebe Teilnehmer, liebe Interessierte des und am Christopher Street Day heute hier in Gießen. Liebe Jessica, und ganz besonders möchte ich begrüßen auch den Organisator oder Hauptorganisator. Also es braucht ja immer viele Organisatoren und Organisatorinnen, die einen solchen Tag möglich machen. Aber ganz besonders danken möchte ich hier dem Holger Kleinert, der die Hauptverantwortung hat. Und ich finde, es ist ihm hervorragend gelungen, wie man ja sehen kann. Ja, der Holger Kleinert hat ja schon gesagt, die Christopher Street Day Bewegung kehrt nach 18 Jahren aus den Großstädten, er hat gesagt, in die Provinz zurück. Also als Oberbürgermeisterin von Gießen würde ich Gießen, naja gut, liebevoll kann man von der Provinz sprechen, ich sag mal in die Region, in die kleineren Städte zurück. Und Gießen soll jetzt Startpunkt sein, hier soll eine Tradition begründet werden. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass Sie unsere Stadt hier auch nehmen als den Startpunkt. Denn Gießen hat zwar nicht die Anonymität der Großstädte, Gießen ist nicht Köln, Gießen ist nicht Berlin, Gießen ist nicht Frankfurt, aber Gießen lebt eine ganz große Weltoffenheit, eine ganz große Toleranz und eine im wahrsten Sinne des Wortes Buntheit. Und von daher, denke ich, sind Sie hier genau in unserer Stadt gut aufgehoben und sehr willkommen. Ich hoffe natürlich, dass Sie hier diese Tradition begründen werden, dass Sie sich immer hier auch gut aufgehoben fühlen. Und das Wichtige ja an Toleranz und an dem Querleben, Buntleben, alle Lebens- und Liebesformen leben, ist, dass das nicht nur an einem solchen Tag geschieht im Lichte der Öffentlichkeit, sondern Toleranz zeigt sich erst dann und Akzeptanz, wenn es wirklich im Alltag auch nicht nur gelebt wird, sondern dann eben auch akzeptiert wird von den Menschen. Darauf setze ich, denn wie gesagt, unsere Stadt ist eine weltoffene, eine tolerante Stadt mit sehr vielen unterschiedlichen Lebensformen, sehr vielen unterschiedlichen Kulturen, sehr vielen unterschiedlichen Liebesformen. Ich kann dem Christopher Street Day nur ganz viel Erfolg wünschen. Und ich glaube, Sie haben heute und alle, die Sie hier erleben und sehen, können sehen, dass es sich lohnt, auch das zu leben, was man leben will und alle Formen des Lebens und Liebens auch toleriert, zulässt und akzeptiert. Das passt zum Geist unserer Stadt. Viel Erfolg heute und weiterhin ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin, für die tollen, warmen Worte. Und hiermit sind die Spiele eröffnet. Vielen Dank. Einen riesen Applaus. Ja, das war doch mal wirklich ein Highlight des Tages, die Oberbürgermeisterin hier. Und natürlich der erste CSD in Mittelhessen. Wer hätte das schon gedacht? Und Frankfurt kommt zu euch. Und ich begrüße natürlich alle Gäste von außerhalb auch. Hier zum Beispiel aus Kassel, der Mr. Lader ist da. Wow, da hinten ist er irgendwo. Hallo, hebt mal die Hand. Ja, du, Mr. Lader. Ja, also, wir fahren mal fort. Es gibt noch ein paar Leute, die was sagen wollen. Direkt aus Kassel, der Martin und Sascha. Auf die Bühne bitte. Herzlich willkommen aus Kassel hier. Und natürlich der Erik. Ja, hallo Gießen. Also ich muss sagen, ein wunderschöner CSD 2012 in Gießen. Und Respekt wirklich an den Holger Kleinert und natürlich an jeden, der das mitorganisiert hat und jeden, der auch mitgelaufen ist, an diesem wundervollen CSD 2012 in Gießen. Und ich finde, dass es nächstes Jahr auch wieder ein CSD geben muss. Der CSD ist mit. Ja, Applaus, ne? Applaus, ja. Der CSD muss so lange sein, wie es nötig ist. Weil immer noch werden Schwule, Lesben und Transsexuelle immer noch benachteiligt in der Gesellschaft und das kann nicht sein. Und deswegen ist der CSD nötig. Vielen Dank. Und jetzt werde ich das Mikrofon geben an den Referenten des Autonomen Schwulenreferats an der Universität Kassel. Sascha, bitteschön. Hallo. Liebe Leute aus Gießen, ich muss sagen,
es hat mich total überrascht, wie klasse der CSD hier geworden ist. Ja, Hut ab, muss ich sagen. Und dass auch so viele mitmachen, das ist auch sehr wichtig, weil wir müssen zeigen, dass Homosexualität, Transsexualität und Bisexualität und alle anderen Formen von Sexualität oder und Liebe, dass sie keine Seltenheit sind, sondern dass sie in die Mitte der Gesellschaft gehören. Trotz der Gesetze und Gleichstellungspolitik, die wir haben, gibt es immer noch Vorbehalte und Diskriminierung in der Gesellschaft. Allein Gesetze bringen uns keine Freiheit, denn wir müssen immer noch dafür kämpfen, dass wir von der Allgemeinheit so akzeptiert werden, wie wir sind. Deshalb brauchen wir den CSD und ich hoffe, dass er auch nächstes Jahr hier wieder stattfinden wird. Ja, und viel Spaß heute noch. Ja, ihr Lieben, hier ist Erik, auch vom Autonomen Schwulenreferat an der Universität Kassel. Ich grüße euch alle sehr herzlich hier in Gießen. Es war ein grandioser Zug quer durch die Stadt. Es war wirklich ganz toll. Und ich möchte hier nochmal betonen, hier hat zu euch die Oberbürgermeisterin persönlich gesprochen, was wir in Kassel bisher vermisst haben. Seit 4 Jahren hat unser OB nicht auf der Bühne gestanden. Jetzt hat er sogar die Stellvertreterin von der Vertreterin bestellt. Das ist nicht so gut rübergekommen. Ja, also ich wünsche ganz kurz noch einen schönen Nachmittag bei herrlichem Wetter und gutes Gelingen für den hiesigen CSD in Gießen. Es kann nicht sein, dass unsere Regierung uns aufgrund unserer Sexualität oder eben halt unseres Geschlechtes diskriminiert oder eben halt auch bevormundet. Und dafür ist der CSD, wir müssen für unsere Rechte kämpfen und der CSD ist auch ein Grundrecht, egal für Großstädte oder sonst irgendwas, der CSD ist Pflicht. Und deswegen Respekt an alle Menschen, die heute hier sind, in Gießen 2012, bei diesem wunderschönen Wetter. Vielen Dank!